Nämlich, dass es Minecraft gemutet hat vorhin. Vor allem, wo der Noob damals schon versucht hat, die Mühle zu kopieren. Und da war er schon zu dumm, die zu kopieren. Oh, sweet Alabama. Wo kommt denn der jetzt noch hin? Hier? Nee. Alter, hier sieht man gar nichts durch die ganzen scheiß Bäume. Also das ist jetzt der. Dann geht's ein rüber und zwei hoch. Pam, pam, pam. Okay. Ah, ist alles kacke. So, jetzt so und dann ein rüber und zwei runter. Dann geht's hier in Richtung des nächsten. Kalle, du kannst auch mal ein Thema ansprechen. Welches Thema ist denn momentan aktuell? Ah ja, YouTube führt momentan geheime, also löscht momentan geheim wieder tote Abos. Wieso löschen die geheim tote Abos? Du hast ja die ganze Story nicht kapiert, oder? Du hast keine Ahnung, worum es in diesem ganzen Trubel ging. Hab ich recht? Na, sag du es doch. Na, wenn du schon was sagst, dann solltest du auch wissen, was du redest, Junge. Wie penetrant dämlich bist denn du? Kannst du nie irgendwas erzählen, wovon du sowieso nichts weißt? Ich glaube, ich bin zu tief damit. Bin ich mir nicht sicher. Ach nee, genau richtig. So, dann muss ich dort einen runter und dann muss ich drei weiter. Okay. Den hole ich mir mal hier, den Dreck. Kalle, wir brauchen dringend weiße Wolle. Also ab in die Schafsform. Ich hasse es, das immer von der anderen Seite holen zu müssen. Von der anderen Mühlendingens. Ab in die Scheune. Okay. Bitte schließ jetzt für 10 Sekunden die Augen. Und dann mach sie wieder auf und denk dir,
Ist das eine tolle Welt? Soll ich dem höflich sagen? Eins, zwei, drei, vier. Liebe Freunde, eigentlich plante ich nur einmal zu der Beerdigung Gunboy 7 zu spielen. Jedoch jetzt findet es einen tieferen Sinn. Unsere Farm wurde ermordet. All unsere Arbeit sollte sich in den jungen Tagen als sinnlos herausstellen. Wir mussten anfangen, neu zu versammeln, was neu zu versammeln war. Also machte ich mich gleich auf die Suche, um neue, wollige, flauschige Anhänger für meine Farm zu finden. Das Schicksal war mir huldig. Manu? Ich fand drei. Glaubst Sie wollten auch auf die knusprige Seite der Macht überspringen. Und jetzt hau ab von dem Vieh, du lenkst dich schon wieder ab! Und ich blieb ruhig. Ich halt meine Fassung. Ja. Ich bin doch jetzt schon weg. Denn in den schlimmsten Situationen würde auch Ausrasten nichts bringen. Und ich muss mich ja auf das konzentrieren, was wichtig ist. Was wollt ihr da unten? Auch wenn eure Freunde gestorben sind, ist Suizid keine Variante. Folgt mir. Wünscht euch das Leben. Dann drehe ich euch mal eben den Hahn zu. Hey, die wollen Gras. Hau doch mal ab. Auf geht es in eine Reise zurück dorthin, wo ihr bestimmt herkommt. Kennen wir uns? Oder seid ihr gänzlich neu? Wir wussten es nicht. Doch was ich wusste ist, ihr werdet mir folgen und ihr werdet mir schenken, was ich suche. Wolle. 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 Zu laute Musik. Wolle. Wolle. Zu laute Musik. Es war eine zu laute Musik. Folgt mir, meine holenden Anhänger. Geht den knusprigen Weg des Lichtes. Manu? Oh, was willst denn du, Manu? Manu, 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 Schnauze! Und ich hielt immer noch meine Fassung. Ausrasten würde in dieser Situation nichts bringen. Schließlich hatte ich eine Mission. Die flauschigen Don Juans in den Stall bringen. Sie waren flauschig. Tatsache. Wenn denn nicht gerade ein Skeleton ihren Käfig besetzen würde. Doch Polterelefant warf sich dem Skeleton siegessicher, mutig und aufrichtig mit Blättern in den Weg. Doch er lenkte die Schafe ab. Diese trauten sich nicht mehr in das Gehege hinein, sondern wurden einsam und verkümmerten. Doch dann kam die Rettung. Denn Polterelefant was shot by a Skeleton. Und dann kam Manfred und er schlug das Skeleton mit nur einem Schlag. Hat es einen tieferen Sinn, dass nur Manfred das konnte? Wir wussten es nicht. Unsere Farm zeigte sich mit einem Mal einsam und leer. Alles, was wir hatten, ist weg. So, Jungs, jetzt muss mir einer begreiflich machen, wieso verdammt hier die ganzen Tiere weg sind. Jetzt mache ich die Country-Playlist an, ich brauche gute Laune, aber verdammt nochmal hier, rein damit. So. Und das wieder anpegeln. So. Im Moment kacke, weil ich hier immer wieder alles umstellen muss. Für euch ist das gerade totaler Bullshit. Aber ich meine, wir beschweren uns ja nicht. Ach, wie könnten wir nur. Du Hurensohn. Das eine ist ein graues Schaf.
War oben noch Wolle? Nee, ne? Muss ich nochmal nachgucken. Aber eigentlich hat diese dieser Idiot doch genug abgefarmt. Ich bewege mich generell rückwärts, wenn ich gerade mit meiner Freundin Matt so zu tun habe. Ja, sieht alles hier sehr flauschig aus, besonders in der Kiste hier üben. Mob Drops. Oh, wir haben keine Wolle. Ach, und Zombie. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wo du bist. Jetzt schon. Halt dein Maul, du blödes Vieh. Du bist schuld, dass hier alles tot ist. Da ist noch einer. Rest in peace. Hadouken! Au. Au. So, Manfred, jetzt heißt es rennen. Warum? Au. Deswegen. Au. Deswegen. Ich weiß doch, ich komme in die Ecke, Creeper, bam, kaboom. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier sicher. Aber auf der anderen Seite glaube ich einfach nur, dass mein Gefühl mir hier was vortäuscht. Wie könnte ich auf offenem Felde sicher sein? Wie kann ich generell sicher sein? Woher kommt mein Gedanke, dass ich auch nur ansatzweise verdient habe zu leben? Igitt! Kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht zu leben. Nicht mal Kalle. Doch, Kalle will auch leben. Kalle ist toll. Schnauze! Kalle ist gar nichts. Du bist heute irgendwie gereizt. Ja. Gereizt wie eine Wunde. Haha. Kalle, es hat einen Grund, dass ich gereizt bin. Denn wenn ich schon wieder mitbekomme, wie jemand in meine Aufnahme reinrennt, da werd ich zum Berserker werd ich. Manu, glaubst du, das war auch der, der den Bahnhof mit den Tieren? Die Tiere hat's beim... Also, kurze Geschichte. Es gibt einen Grund, dass die Tiere nicht mehr da sind. Der ist mir schon bekannt. Nur irgendwie musste ich das jetzt darstellen. Die Tiere wurden nicht umgebracht, das kann ich euch schon mal zusichern. Also an alle Greenpeaceler, die sind aufgrund von Serverproblemen gestorben. Beziehungsweise der Server hat sich gedacht, ach was, da debuggen wir doch einfach mal jeden Chunk. Und beim Debug-Modus von Nitrado schmeißt es rein zufällig gleich mal alle Tiere weg. Tot. Manu, wo befindest du dich? Im Karl-Nimmers-Land. Ich habe jetzt langsam den Dreh mit dem Rotorblatt raus. Ach, fuck, ey. Alter. So, also... Das müsste jetzt auch ordentlich aussehen. Ja, hier muss noch... 1, 2, 3, 4. Da kommt dort der Block, dann das. Ja, und das ist schon wieder Mist. 2, 3, 4. Hallo? Das verstehe ich jetzt nicht. Zack. 1, 2,
3. Wird schon stimmen. So. Gut, gehen wir mal hier hoch. So, dann mache ich einfach mal das Realismus halber. Wartet, wieso lege ich die Axt aus meinem... Ach ja, können wir doch jetzt, ne? Ist doch legitim. So. Und tschüss. Zack. Gut. Das ist dann quasi die Schraube. Oder sollte ich dort lieber... den machen? Jo, kommt irgendwie besser. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie ich das jetzt hier rüber mache. Zack, zack. So ging das doch dann. So, dann geht's. Zack. Zack. So. Und hier, das ist das, was ich meinte. Hier muss generell alles weg, soweit ich es weiß. So. Zack. Und dann muss hier noch einer hin und dann... Zack. Na. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, so. Ja, ne? Kannst dann doch irgendwann mal losgehen hier mit abbauen. Da. Und jetzt kommt dort oben drauf die Wolle. Genau. So. So in etwa. Zack. 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 Zack, zack. Zack, 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 zack. So, fertig. Dann gehen wir mal hier rein und tu mal was Gutes für Greenpeace, weil die scheißen sich sonst wirklich.